Huch. Ach, geht das auch mit Schaufeln? Meine Schaufel habe ich auch. Ich wusste jetzt nicht, dass man den... Ah, lol, es geht auch damit. Okay. Wobei, so ist, glaube ich, klüger. Right. So. Aufsammeln, bevor es weg ist. Also das Holz hier kommt auch noch weg, natürlich. Das war mir so klar. Ich muss was essen. Ach nee. Von allen Steinen. Ja, genau die, die ich nicht brauche. Ja, jetzt habe ich keine mehr. Ach, scheiße. Das ist doch dumm. Gott sei Dank habe ich diesen Quatsch von diesem Weg letztes Mal schon gemacht und ausgemessen und auf beiden Seiten gemacht. Ey, das passiert mir eigentlich voll oft, dass ich sterbe, weil ich vergesse zu essen. Ich bin schon froh, dass ich das in RL nicht hinkriege. Diesmal habe ich es gesehen, mein Freund. Nicht mit mir. Waren da jetzt zwei drauf? Nee, ne? Da waren zwei übereinander. Wow. Und tschüss.
Obela. Oh, Gott sei Dank. Muss ich das blöde Häuschen noch auf der anderen Seite bauen? Auf der Seite bauen. So. Ja, ich weiß es immer noch nicht. Ich bin unentschlossen. Weißt du, in meinem Kopf sah das alles so cool aus, was ich hier vorhab. Und jetzt versuche ich es umzusetzen, jetzt sieht es einfach so scheiße aus. Aber ich will auch nicht die Türme einfach so stehen lassen. Der Baum ist jetzt dann fast weg. Ja, ich wollte eigentlich mal gucken. Habe ich da drüben nicht irgendwann mal was hingestellt? Genau, sich das Biom ausbreitet. Aber ne, das Biom breitet sich nicht aus. Ja, ich hab, ich bin durch Tyrian, also auf Tyrian gekommen, weil ich nach Schwarz gesucht habe. Aber ich will halt auch nicht schwarz in schwarz gehen. Weil dann hast du ja gar keine Kontur irgendwie drin. Das ist schon schwer beim Tyrian irgendwie zu gucken, dass hier Abstufungen sind. Aber ich guck mal erstmal was anderes. Wenn es mit dem Water Infused Stone jetzt auch scheiße aussieht. Nee, dann fehlt mir der Kontrast. Deswegen, ich baue auch so oft mit schwarzen Blöcken und weißen Blöcken, weil ich da einfach den höchsten Kontrast habe. Und der würde mir hier dann fehlen. So. Ich glaube, ich stelle mir das gerade anders vor als du. Jetzt wird's dunkel. Das Tyrian sieht halt schon cool aus mit dem Waterstone da drin. Ich gehe kurz schlafen. Nee, ich glaube, du hast gerade im Kopf eine andere Vorstellung von dem, was ich habe. Ich stelle es mir halt so vor, wenn ich jetzt alles dunkel mache, alles schwarz mache, auch wenn es unterschiedliche Blöcke sind, auch wenn es Grautöne sind, ist mir der Kontrast zu niedrig. Das mit dem Blau, ja, finde ich auch. Das Blau sieht cool aus. So habe ich mir das auch vorgestellt, dass das cool aussieht. Hoppala. Aber mir taugt die Treppe da nicht. Aber ich hätte gern was, was das sich da rumschlängelt. Weil vielleicht muss ich die einfach höher machen. Ich glaube, dafür sind die Türme zu klein, dass ich das hier abmache.
Ja, kräftiges Blau ist super. Da ist der Kontrast wieder höher. Ich glaube, das hat mir mein Zeichenlehrer so eingeprügelt mit dem Kontrast, dass ich davon jetzt nicht mehr weg kann. Na ja, erstmal die blöde Treppe weg. Die sah in meinem Kopf einfach viel cooler aus, aber ich glaube, dafür sind die Türme einfach zu klein. Die müssten dafür größer sein. Aber noch größer will ich sie halt nicht bauen. Weil irgendwann ist es dann doch tatsächlich übertrieben. Und das aus meinem Mund. Ja, ich weiß nicht. Das Biom ist jetzt nicht so groß. Und wenn ich die Burg jetzt hier so. Weiß ich nicht. Ich stelle es mir in meinem Kopf gerade hässlich vor. Und wenn es in meinem Kopf hässlich ist, dann habe ich gar keine Muse, das zu bauen. So. Das kann noch weg. Uah. Ich wieder ein paar Carpenter-Blöcke, ist auch nicht schlecht. So. Alles gut. Brauchst dich nicht entschuldigen. Wobei doch, schäm dich. Schäm dich, dass dein Akku leer ist. Du hättest es verhindern können. Warum hast du es zugelassen? Du bist auch nicht mehr der, der du einmal warst. So, ja, bring mich um. So. Das ist für dich eingesammelt. Huch! Dankeschön! Dafür habe ich noch gar keinen Subton. Weil ich niemals damit dachte, dass das passiert. YOLO, hier geht's. Danke für dein Bit und danke für deinen Host. Vielen, vielen, vielen Dank. Hallo an alle, die mit dazukommen jetzt hier. Ja, brav, schäm dich. Los. Okay, es sieht ohne Treppe besser aus. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Schön, dass wir das geklärt haben. Ich überlege gerade. Wenn du mir genau erklärst, was du mit Ornamenten meinst, also wie ich die einbauen soll, dann kann ich es mir überlegen. Oder meinst du hier so Stuck? Also, dass ich hier zum Beispiel so eine Form rübergehen lasse aus einem anderen Material. Sowas jetzt im simplen Ding. Sowas?
Jein, okay. Ja, aber sind immerhin schon. Jein ist immerhin schon kein Nein. Stimmt, sowas kann man eigentlich auch machen, damit noch ein bisschen was anderes dazukommt. Sowas bin ich noch gar nicht gekommen. Der Baum da links hinten wird gerade gefressen. Und ich bin einfach zu weit weg. Nee, er wird gefressen. Es liegt bestimmt nicht an deiner Art zu erklären. Ich weiß gar nicht, was du meinst mit Hintergrund. Wenn du als Beispiel blau-schwarz als Hintergrund nimmst. Ach! Jetzt weiß ich, was du meinst. Dass ich zum Beispiel. Dass ich zum Beispiel die Wand hier da vorne komplett in Waterstone mache und dann sowas davor baue. Das kann man theoretisch eigentlich mal ausprobieren. Das mit Lila überziehen? Wir machen das einfach mal so. Weil das ist ja sowieso die Eingangsmauer, die kann ja von mir aus ein bisschen prunkvoller sein. Okay. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Drei Lagen, ja, genau. Ich muss mal kurz hier abstecken. Boah, das Blau knallt da so rein. Ah, das sieht mit diesem Bartzeug schon cool aus, wenn es da drüber liegt. Ja, es ist halt wieder. Wieder das alte Thema Kontrast. Man sieht sie halt nicht so geil. Wenn ich irgendwann damit auf den Sack gehe, müsste ich sagen. Ich nerv mich schon selber damit. Vor allem schaffen wir dann immer meistens alles gleich aus. Ich glaube, da hat wirklich mein Zeichenlehrer damals Schuld. Weil ich, boah, ich glaube, 4 oder 5 Kurse gemacht habe in Malen mit Bleistift. Und Malen mit Bleistift ist halt einfach eingeschränkt, weil du nur einen Bleistift hast. Von dem her musst du mit Kontrasten arbeiten. Und ich habe immer eine auf den Deckel gekriegt, wenn ich wieder mit zu wenig Kontrasten gearbeitet habe. Und so hat sich das, glaube ich, bei mir eingebürgert. Hallo Panda, einen wunderschönen guten Abend.